Ja. Da sind Bohrgeräusche. Da kriege ich doch auch gleich Lust mitzumachen und mitzubohren. Ich habe ja auch noch was zu bohren. So, wenn wir auch mal wieder zur Tat schreiten. Da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, aber da fehlt noch Metallbohrer. Sechser ungefähr. Und eine Fassung für die Lampe. Bei der Fassung weiß ich ungefähr, wo sie ist. Den Metallbohrer muss ich noch aufspüren. Fassung, check. Metallbohrer. Nimmst du die rote Pille? Nimmst du den roten Bohrer? Dann kommst du durch Stein und Holz. Nimmst du den blauen Bohrer? Dann kommst du durch Metall. So, dann kann es ja weitergehen. Jetzt fragst du dich: Fettlöser, Schwamm, Bürste, um eine Schraube auszubohren? Nein. Damit würde ich die Grüße vom Eiermann entfernen. So sieht es ja aus wie so ein Typ mit Hut, Sonnenbrille und Bart. Klingelingeling, klingelingeling, das war der Eiermann. The Eggman. Ich habe da Fettlöser. Eier sind ja eigentlich mehr so Proteine, aber die brät man ja in Fett und insofern wird er da schon was machen können, hoffe ich. Ja, das ist wohl Hühnersport legen. Leg die Wand an. Klebt, glaube ich, ziemlich gut das Zeug. Erstmal einwirken lassen. Einfaches Motto: viel hilft viel, wenn es denn überhaupt hilft. Ja, und während das da wie von selbst das Ei entfernt, sodass ich nachher nur noch sanft drüber wischen muss und das Fenster ist spiegelblank, werde ich jetzt hier mal kurz Lärm machen. Ja. Ist ja nicht so, dass ich das schon mal gemacht hätte hier mit so Schrauben ausbohren.
Noch nicht so richtig. Auf. Ja, lieber nicht anfassen den Bohrer jetzt. Er könnte heiß sein. Brennt nicht. Glüht nicht, brennt nicht. Okay, ich brauche mehr. Guck mal hier, jetzt gibt es hier einen Achter. Nee, hier Neuner. Und so, Schluss mit der Gegenwehr.
dicht betrachtet. Sehr schmusel. Ich bin ja auch ein Handwerker. Und wenn Handwerker das sehen, dann wissen die auch, warum. Aus gutem Grunde ich kein Handwerker bin. Kann man sogar noch benutzen. Die Schraube nicht mehr. Ja, das war ja schon ganz erfolgreich. Dann wollen wir mal gucken, ob von dem Ei noch was ist. Ja, ein bisschen ist noch.
I am the wiper. I gotta wipe your windows. So. Das war jetzt ein 7-Minuten-Ei. Thank you.
Ja, und wenn du dich jetzt fragst, wo ist das Eigelb? Da. Es ist dem Eike sogar gelungen, hier reinzukommen. Also wenn The Eggman das wüsste, das fände er bestimmt cool. Also wenn du das Ei geworfen hast und das hier gerade siehst, du hast es geschafft, das Ei in den Raum reinzuwerfen. Durchs geschlossene Fenster. The Eggman. Man nannte ihn auch den Copperfield der Eier. Eierfield. Ein Ei? Was für ein Ei? Nee. Hier war kein Ei. Wo soll denn hier ein Ei gewesen sein? Ja, und wo ich gerade dabei bin, einmal schnell Fenster putzen. Ja, ich weiß nicht, sieht man das, dass das Fenster eine gewisse Dreckigkeit hat. Oh, das sieht man. So, da präferiere ich Mikrofasertücher, weil das am schnellsten geht. Also es gibt da irgendwie so ein Vortuch und ein Nachttuch. Ich habe keine Ahnung, welches welches ist. Ich nehme einfach das eine zuerst und dann das andere. Und das ist ja schon so ein bisschen, das kann jetzt mal das Nasseltuch sein. Vorwischen. Nachwischen. So, das war jetzt mal eben das andere Fenster noch mal zwischen, bevor die andere dreckige Seite kommt. So, kommen wir jetzt wieder zu dem hier außen. Das ist nur Wasser mit Spülmittel.
So, auf jeden Fall jetzt schwerst verschmutzt. Da war noch Ei dran. So. Oh ja, das ist doch noch ein bisschen. Ich muss nochmal nachgehen hier. Ja, erst rein. Durchsichtig wie nie zuvor. Ich mag das, wenn Schnee geht. Also, und kein Putzmittel wurde für diesen Film verwendet. No Putzmittel in this film were injured or needed. Das finde ich halt besonders cool. Großer Fan von Mikrofaserlappen. Also, nächster Lifehack. Wenn dir jemand Eier ans Fenster schmeißt, grobe Bürste, Fettlöser oder auch nicht, weiß ich gar nicht, ob das Not getan hätte, und Mikrofaser. Hast du mit dem Schwamm weggemacht, Digga? Also, Lifehack: Fensterputzen mit Mikrofasertüchern geht wunderbar schnell. So, jetzt nochmal das Geleuchte da mal austauschen. Yeah, läuft. Jetzt du. So, check. Jetzt gibt es noch eine Sache. Ich habe ja ein bisschen vermutet, dass ich die GoPro hier wiederfinde, wenn ich das hier fertig habe. Nur habe ich sie nicht wiedergefunden. Weder unten, noch hier oben bisher. Und so langsam werden die Plätze eng, aber dahinter. Eventuell könnte sie dahinter gefallen sein. Let's have a look. Was ist das denn? Alter, was ist das denn? Na ach. Huch, wie so ein Nilpferd. Das geht ja auf. Ja. Hier haben wir noch ein Bild von Chef. Santa Maria Anno Domini 1492. Ja, damals musste man noch, wie heute auch, ohne GoPros auskommen, weil da ist sie nicht. Ja, wo die wohl wieder auftaucht. Mensch, lieber Bettwäsche und sowas. Ich bin schon gefragt, wo in diesem Haushalt Bettwäsche und sowas sein könnte.
Zeug, dieses Vakuum hier. Da gibt es bestimmt dann wiederum auch ein Gerät mit Stecker dazu, was die Luft da rauszieht. Ja, wie auch immer. Der Raum wird immer leerer, obwohl er vorher schon leer war. Jetzt ist er wirklich so richtig doll leer. Und die GoPro ist weiterhin auf Versteckkurs. Das kann sie gut. Die hat sich über ein Jahr, habe ich die gesucht, vermisst. Und keine Ahnung, irgendwo bei mir an Bord. Und irgendwann sehe ich durch Zufall, dass das WLAN-Netz von der GoPro da ist. Ich denke, hä? Wie kann das sein? Ein Jahr lang suche ich die, vermisse ich die. Also ich habe jetzt nicht ein Jahr am Stück nur gesucht. Irgendwann habe ich es dann auch gut sein lassen und gedacht, das taucht schon wieder auf. Und wo tauchte sie auf? Dadurch, dass sie das WLAN noch senden konnte, wusste ich ja, sie muss ja Strom haben. Das gibt natürlich nicht mehr ganz so viele Optionen dann. Ja, das schwarze kleine Mistvieh war auf meinem schwarzen PC mit einem schwarzen Kabel angeschlossen. Das habe ich nicht gesehen. Einfach die ganze Zeit. Es war auch unterm Schreibtisch, da ist sowieso dunkel. Schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Ein Jahr gesucht. Oder ein Jahr hat sie sich versteckt. Ja, jetzt... Ja, ein Take schon oder zwei Takes schon. Das ist respektabel. Keine Ahnung. Und ich hatte irgendwie, ich kann mich erinnern an so ein leicht ungutes Gefühl von, da ist nicht gut. Der Platz ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn das Letzte, an das du dich erinnern kannst, ein ungutes Gefühl ist, dass du die gleich verlieren wirst oder dass das gleich schlecht ist. Ich kann sie ja hier nicht verloren haben. Also, bösestenfalls ist sie in irgendeinen Sack mit reingefallen und jetzt da oben in irgendeinem Sack. Naja, ich halte dich auf dem Laufenden, wo das Biest wieder auftaucht. Erstmal Check hier, total cool. Wieder Sachen erledigt und weiße Fenster, nein, durchsichtige. Was ist das denn hier? Stoffboomerang? Ja, das müsste ja dann, wenn ich das so wegwerf, eigentlich wieder zurückkommen. Ja. Es ist kein Stoffboomerang. Oder keiner, der funktioniert. Ach ja, ach ja. Ich habe ja entdeckt, unten bei dem Sofa, was ja so ähnlich ist. Da stand auf der Unterseite was drauf. Hier auch. Also die Stoffmusterfarbe heißt Gutes C. Keiner Klang. So als Möbel- und Sofahersteller, da muss man sich ja auch immer wieder was einfallen lassen. Mich wundert, dass auf diesem Zettel zwar der Kunde draufsteht, Herdi Möbel SB, der das Sofa dann bekommen hat, geliefert von KD Kommission. Das ist offensichtlich auch nicht der Hersteller, der eigentliche Hersteller. Entweder blicke ich das nicht oder steht da nur verschlüsselt drauf.
Das jedenfalls, dieses Sofa heißt Modell Bern. Also Bern in der Schweiz. Sieht so aus. Und das hier erkennt man sofort, nicht Bern oder sowas, Las Vegas. Also wenn ich Bern oben und Las Vegas hier, dann wäre das vielleicht Zürich. Oder das hier ist Las Vegas und das andere ist Los Angeles. Aber gut, ich bin ja auch kein Möbelhersteller. Aber der Möbelhersteller, der steht da auch nicht drauf. Hier steht gar nichts drauf. Also auch der Möbelhersteller nicht. Habe ich doch gesagt.